ÖSD-Zertifikat B2. Modellsatz. Aufgabe 1. Lesen Sie Aufgabe 1 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit. Situation. Sie hören jetzt eine Radiosendung. Lesen Sie die folgenden Aussagen und kreuzen Sie jeweils die richtige Lösung an. Sie hören den Text zweimal. Abschnitt 1. Sport, Entwicklungen und Trends in Österreich. Zu einem Forschungsprojekt des Sportwissenschaftlichen Instituts der Universität Wien. Eine Sendung von Heidi Dumreicher. Rekorde sind tragende Momente innerhalb unserer Leistungsgesellschaft. Und der Mensch unterwirft sich immer mehr den sportlichen Kriterien, auch wenn es gar nicht um Sport geht. Eine repräsentative Umfrage Sport in Österreich, die im Herbst fertiggestellt wurde, gibt Auskunft darüber, wie Frau und Herr Österreicher zum Sport stehen, insbesondere zum Breitensport. Leiter des Projekts war Ottmar Weiß vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien. Sport ist im Trend, so die zentrale Aussage der Studie. Für die letzten 20 Jahre stellte die Forschergruppe eine permanente Zunahme des Interesses für Sport fest, unabhängig von Geschlecht oder Alter. Sport ist zum sozialen Phänomen geworden und übernimmt Funktionen, die früher von anderen Institutionen wie Familie oder Beruf getragen wurden. Sport erlaubt den Aktiven, soziale Anerkennung auf kurzem Weg zu erreichen. Im Sport geht es um Zentimeter, Gramm, Sekunden. Ich brauche nur höher zu springen, schneller zu laufen. Schon habe ich meine Identität bestätigt. Und das gilt für den großen und kleinen Sport gleichermaßen. Anerkennung ist automatisch mit der Sportausübung mitgesetzt. Sport ist eine äußerst einfache Kommunikation, in der die einzelnen Athleten sich miteinander verständigen können und ihre Identität, ihr Selbstbewusstsein stärken können. Egal ob im großen Sport, im Profisport oder bei den Amateuren, beim kleinen Sport im Verein. Was zählt, ist die Nummer. Die Nummer 1, 3, 10 im Club oder Verein verleiht die passende Identität. Im Alltag, so Weiß, ist Leistung nicht immer klar und eindeutig. Im Sport dagegen ist die körperliche Leistung nachvollziehbar für jeden. Der Beste ist der Beste. Die Siegerin ist die Siegerin. Und das entsprechende Prestige kommt fast automatisch. Abschnitt 2. Entsprechend hochschätzen die Österreicher, insbesondere jene, die in Sportvereinen organisiert sind, den Wettkampf ein. Das Leistungserlebnis ist ihnen wichtig, ebenso die Selbstüberwindung. Der Erfolg um jeden Preis zählt, bei den Hobbysportlern, aber natürlich umso mehr bei den Profis. Auf der anderen Seite hat gerade
diese soziale Eigenschaft des Sports Nachteile klarerweise. Man denke an das Ende der Karriere eines Athleten. Er hat nicht mehr diese klaren, deutlichen Zeichen des Sports, die seine Identität ausmachen. Er muss sich neu integrieren, resozialisieren, um die Alltagswelt verstehen zu lernen. Er muss quasi neu sozialisiert werden in die Regeln des Alltags, die nicht so eindeutig sind wie jene Sozialwelt des Sports. Auch die Hobbysportler können nach diesen eindeutigen Zeichen fast süchtig werden und setzen mitunter sogar die Gesundheit aufs Spiel, weil das Gewinnen so viel zählt. Doch neben dem traditionellen Motiv der Leistung tauchen neue Motive auf in der Sportlandschaft. Ottmar Weiß ortet eine deutliche Erweiterung im Spektrum der Beweggründe, die Frau und Herrn Österreicher zum Ausüben von Sport bewegen. Es ist nicht mehr allein das Leistungs- und Wettkampfmotiv, das eine Rolle spielt, sondern es sind andere, neue Motive für die Sportausübung hinzugekommen. Das heißt, man möchte einfach nur seinen Körper erleben. Man möchte die Natur erleben. Körpererfahrungen in Verbindung mit der Natur, ästhetische Erfahrungen bis hin zu erotischen Erfahrungen, die auch im Sport immer mehr eine Rolle spielen. Und damit kommt es zu einer Verbreiterung im Bereich des Spektrums der Sportausübung. Und das bedeutet auch, dass immer mehr Menschen, immer mehr verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen in den Sport strömen und im Sport versuchen, ihre Motive zu befriedigen. Neue Trends entstehen mit diesem neuen Zustrom zum Sport. So hat zum Beispiel das Radfahren das Schwimmen von der Position 1 in Österreich verdrängt. An dritter Stelle steht das Skifahren. Sport ist nicht mehr so sehr eine Domäne der Jugend, sondern erfasst alle Altersgruppen. 60% der Österreicher betreiben zumindest gelegentlich, fast 50% regelmäßig und 40% häufig Sport, nämlich mehrmals pro Woche. Abschnitt 3. Die Motive für den Sport sind bei Frauen und Männern ziemlich unterschiedlich. Während, so Ottmar Weiß, die Frauen eher expressives und gesundheitsorientiertes Verhalten suchen, ist der Mann nach wie vor stark leistungsorientiert. Er hat ein instrumentelles Verhältnis zu seinem Körper. Er setzt seinen Körper zur Leistungssteigerung ein. Daher auch eine höhere Neigung der Männer, im Bereich des Leistungs- und Wettkampfsports aktiv zu werden. Wenn Frauen joggen gehen, dann tun sie das vielleicht, um eine schöne Figur zu bekommen, um der Gesundheit, der Fitness Rechnung zu tragen. Männer tun das zumeist mit der Stoppuhr in der Hand. Und hier sieht man innerhalb einer Sportart die unterschiedlichen Motive und Ziele, die die Ausübung beeinflussen. Abschnitt 4. Im Sport zeigt sich, was auch sonst zurzeit gesellschaftlicher Trend ist, nämlich eine hohe Spezialisierung und Funktionalisierung. Sport trägt zur Fitness bei, das tut er auch hocheffizient, aber man erwartet von ihm sonst nichts anderes. Die Freunde trifft man anderswo. Warum sich ein sportlicher Trend etabliert und welche Zusammenhänge es mit der Entwicklung der Technik gibt, darüber gibt es viele Thesen. Am Beispiel des Inlineskating kann man aufzeigen, dass ein Gerät, das technisch auch schon im 19. Jahrhundert einsatzfähig war, plötzlich einen Boom erlebt. Durch ein Zusammenwirken von Technik, Vermarktung und dem richtigen Zeitpunkt, zu dem Raum für eine neue Mode besteht. Eins ist und bleibt schlicht ein Rätsel, warum sich bestimmte Erfindungen auf sportlichem Gebiet durchsetzen und es andere nicht tun. Beispiel Snowboarding noch einmal. Ich kann mich selbst erinnern, dass es Entwicklungen in die Richtung, die auch funktioniert haben, also Skier, die funktioniert haben, oder Bretter, die funktioniert haben, vor 20, 25 Jahren bereits gegeben hat, ohne dass sich damals der Sport durchgesetzt hätte. Und 10 oder 15 Jahre später plötzlich beginnt, und das hat fast nichts mit einer weiteren technischen Entwicklung zu tun, beginnt dieser Sport zu boomen. Die Jugendszene, Sportarten, die wie Snowboard oder Rollerskating, entziehen sich dem Willen zur Strukturalisierung und Organisation. Trotzdem könnte auch hier eine Aufgabe für die traditionellen Sportvereine erwachsen, so Christian Halbwachs, der bei der österreichischen Bundessportorganisation zuständig ist für Breitensportangelegenheiten und die Studie Sport beauftragt hat. Sie hörten Dimensionen zum Thema Sport, Gestaltung, Heidi Dumreicher. Sie hören den Text jetzt noch einmal.
Abschnitt 1. Sport, Entwicklungen und Trends in Österreich. Zu einem Forschungsprojekt des Sportwissenschaftlichen Instituts der Universität Wien. Eine Sendung von Heidi Dumreicher. Rekorde sind tragende Momente innerhalb unserer Leistungsgesellschaft. Und der Mensch unterwirft sich immer mehr den sportlichen Kriterien, auch wenn es gar nicht um Sport geht. Eine repräsentative Umfrage Sport in Österreich, die im Herbst fertiggestellt wurde, gibt Auskunft darüber, wie Frau und Herr Österreicher zum Sport stehen, insbesondere zum Breitensport. Leiter des Projekts war Otmar Weiß vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien. Sport ist im Trend, so die zentrale Aussage der Studie. Für die letzten 20 Jahre stellte die Forschergruppe eine permanente Zunahme des Interesses für Sport fest, unabhängig von Geschlecht oder Alter. Sport ist zum sozialen Phänomen geworden und übernimmt Funktionen, die früher von anderen Institutionen wie Familie oder Beruf getragen wurden. Sport erlaubt den Aktiven, soziale Anerkennung auf kurzem Weg zu erreichen. Im Sport geht es um Zentimeter, Gramm, Sekunden. Ich brauche nur höher zu springen, schneller zu laufen. Schon habe ich meine Identität bestätigt. Und das gilt für den großen und kleinen Sport gleichermaßen. Anerkennung ist automatisch mit der Sportausübung mitgesetzt. Sport ist eine äußerst einfache Kommunikation, in der die einzelnen Athleten sich miteinander verständigen können und ihre Identität, ihr Selbstbewusstsein stärken können. Egal ob im großen Sport, im Profisport oder bei den Amateuren, beim kleinen Sport im Verein. Was zählt, ist die Nummer. Die Nummer 1, 3, 10 im Club oder Verein verleiht die passende Identität. Im Alltag, so Weiß, ist Leistung nicht immer klar und eindeutig. Im Sport dagegen ist die körperliche Leistung nachvollziehbar für jeden. Der Beste ist der Beste. Die Siegerin ist die Siegerin. Und das entsprechende Prestige kommt fast automatisch. Abschnitt 2. Entsprechend hoch schätzen die Österreicher, insbesondere jene, die in Sportvereinen organisiert sind, den Wettkampf ein. Das Leistungserlebnis ist ihnen wichtig. Ebenso die Selbstüberwindung. Der Erfolg um jeden Preis zählt. Bei den Hobbysportlern, aber natürlich umso mehr bei den Profis. Auf der anderen Seite hat gerade diese soziale Eigenschaft des Sports Nachteile, klarerweise. Man denke an das Ende der Karriere eines Athleten. Er hat nicht mehr diese klaren, deutlichen Zeichen des Sports, die seine Identität ausmachen. Er muss sich neu integrieren, resozialisieren, um die Alltagswelt verstehen zu lernen. Er muss quasi neu sozialisiert werden in die Regeln des Alltags, die nicht so eindeutig sind wie jene Sozialwelt des Sports. Auch die Hobbysportler können nach diesen eindeutigen Zeichen fast süchtig werden und setzen mitunter sogar die Gesundheit aufs Spiel, weil das Gewinnen so viel zählt. Doch neben dem traditionellen Motiv der Leistung tauchen neue Motive auf in der Sportlandschaft. Otmar Weiß ortet eine deutliche Erweiterung im Spektrum der Beweggründe, die Frau und Herrn Österreicher zum Ausüben von Sport bewegen. Es ist nicht mehr allein das Leistungs- und Wettkampfmotiv, das eine Rolle spielt, sondern es sind andere, neue Motive für die Sportausübung hinzugekommen. Das heißt, man möchte einfach nur seinen Körper erleben. Man möchte die Natur erleben. Körpererfahrungen in Verbindung mit der Natur, ästhetische Erfahrungen bis hin zu erotischen Erfahrungen, die auch im Sport immer mehr eine Rolle spielen. Und damit kommt es zu einer Verbreiterung im Bereich des Spektrums der Sportausübung. Und das bedeutet auch, dass immer mehr Menschen, immer mehr verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen in den Sport strömen und im Sport versuchen, ihre Motive zu befriedigen. Neue Trends entstehen mit diesem neuen Zustrom zum Sport. So hat zum Beispiel das Radfahren das Schwimmen von der Position 1 in Österreich verdrängt. An dritter Stelle steht das Skifahren. Sport ist nicht mehr so sehr eine Domäne der Jugend, sondern erfasst alle Altersgruppen. 60% der Österreicher betreiben zumindest gelegentlich, fast 50% regelmäßig und 40% häufig Sport, nämlich mehrmals pro Woche. Abschnitt 3. Die Motive für den Sport sind bei Frauen und Männern ziemlich unterschiedlich. Während, so Otmar Weiß, die Frauen eher expressives und gesundheitsorientiertes Verhalten suchen, ist der Mann nach wie vor stark leistungsorientiert. Er hat ein instrumentelles
Verhältnis zu seinem Körper. Er setzt seinen Körper zur Leistungssteigerung ein, daher auch eine höhere Neigung der Männer im Bereich des Leistungs- und Wettkampfsports aktiv zu werden. Wenn Frauen joggen gehen, dann tun sie das vielleicht, um eine schöne Figur zu bekommen, um der Gesundheit, der Fitness Rechnung zu tragen. Männer tun das zumeist mit der Stoppuhr in der Hand. Und hier sieht man innerhalb einer Sportart die unterschiedlichen Motive und Ziele, die die Ausübung beeinflussen. Abschnitt 4. Im Sport zeigt sich, was auch sonst zurzeit gesellschaftlicher Trend ist, nämlich eine hohe Spezialisierung und Funktionalisierung. Sport trägt zur Fitness bei, das tut er auch hocheffizient, aber man erwartet von ihm sonst nichts anderes. Die Freunde trifft man anderswo. Warum sich ein sportlicher Trend etabliert und welche Zusammenhänge es mit der Entwicklung der Technik gibt, darüber gibt es viele Thesen. Am Beispiel des Inlineskating kann man aufzeigen, dass ein Gerät, das technisch auch schon im 19. Jahrhundert einsatzfähig war, plötzlich einen Boom erlebt. Durch ein Zusammenwirken von Technik, Vermarktung und dem richtigen Zeitpunkt, zu dem Raum für eine neue Mode besteht. Eins ist und bleibt schlicht ein Rätsel, warum sich bestimmte Erfindungen auf sportlichem Gebiet durchsetzen und es andere nicht tun. Beispiel Snowboarding, noch einmal, ich kann mich selbst erinnern, dass es Entwicklungen in die Richtung, die auch funktioniert haben, also Skier, die funktioniert haben, oder Bretter, die funktioniert haben, vor 20, 25 Jahren bereits gegeben hat, ohne dass sich damals der Sport durchgesetzt hätte. Und 10 oder 15 Jahre später plötzlich beginnt, und das hat fast nichts mit einer weiteren technischen Entwicklung zu tun, beginnt dieser Sport zu boomen. Die Jugendszene, Sportarten, die wie Snowboard oder Rollerskating, entziehen sich dem Willen zur Strukturalisierung und Organisation. Trotzdem könnte auch hier eine Aufgabe für die traditionellen Sportvereine erwachsen, so Christian Halbwachs, der bei der österreichischen Bundessportorganisation zuständig ist für Breitensportangelegenheiten und die Studie Sport beauftragt hat. Sie hörten Dimensionen zum Thema Sport, Gestaltung, Heidi Dumreicher. Aufgabe 2. Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit. Situation. Sie hören ein Gespräch zwischen zwei Personen, die Informationen austauschen. Hören Sie gut zu und ergänzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen auf Ihrem Aufgabenblatt an. Sie hören den Text einmal. Guten Tag. Hallo. Ich bin neu in Zürich und ich studiere hier und ich hatte eine Frage.
Gibt es Universitätsbibliotheken oder Allgemeinbibliotheken in der Stadt, wo ich mir Bücher ausleihen könnte? Ja, da gibt es drei, die würde ich für Studierende empfehlen. Ja. Und zwar ist da zuerst die ZB, die Zentralbibliothek. Gut. Dann gibt es die Hauptbibliothek der Universität Zürich. Ja. Und ein Literaturarchiv. Das ist wichtig, weil das ist nämlich mein Gebiet. Okay, also ich wiederhole kurz, die ZB. Ja, ja, genau. Die Universitätsbibliothek und das Literaturarchiv war das. Und der Schwerpunkt der Gebiete der Büchereien, wie sieht es da aus? Oh, das ist in der ZB und in der Hauptbibliothek Allgemein- und Fachliteratur. Sehr ist gut, da. Ja, ja. Aber im Literaturarchiv gibt es also wirklich nur Fachliteratur. Ja, das ist aber klar, wunderbar. Ja, okay, das ist auch kleiner, okay. Ja. Und was gibt es da, Tagesausweise oder Jahresausweise in den Bibliotheken? Die Kosten? Also für Jahresausweise, ja, da gibt es unterschiedliche Preise. Ja, ja. So, bei der ZB kostet so ein Jahresausweis 35 Franken. Aha. Literaturarchiv ist das teuerste, das kostet gut. 42 Franken. Ja, ja. Und am günstigsten ist eben die Hauptbibliothek. Die Universitätsbibliothek. Ja, genau, aha, das okay. ist für 27 Franken. Ja, das finde ich okay. Okay. Ja. Mhm. Und gibt es Ermäßigungen für ja, Studierende? Ja, natürlich, genau. Ja. Also für Studierende gibt es 50% Ermäßigung bei der Universitätsbibliothek. Okay. Bei der ZB 35%, also circa, da muss man noch mal genau schauen. Und beim Literaturarchiv so circa 10%. Ja, muss man auch noch mal nachfragen. Und man kann das verschieden ausleihen, also bei der ZB und bei der Hauptbibliothek gibt es Fernleihe und Postversand. Das okay, heißt, das heißt, Fernleihe können Sie mitnehmen, die Bücher zu Hause zum Studieren, zum genau, Lesen. Genau, okay. Genau. Und bei Postversand wird sogar nach Hause geschickt. Das ist großartig. Ja, aber also, das geht nicht im Literaturarchiv. Da kann ich nur dort lesen. Genau, genau. Sehr gut. Ja. Na, das passt. Das passt. Und die Ausleihdauer ist 2 bis 3 Wochen. 2 Wochen in der Hauptbibliothek, 3 Wochen in der ZB und im Literaturarchiv. Die Ausleihe der Bücher. Ja, gut. Genau. Muss man sich anmelden für die Ausleihe? Braucht man einen Ausweis oder was? Ja, ja, man braucht einen amtlichen Ausweis bei allen drei Bibliotheken und beim Literaturarchiv zusätzlich einen Adressennachweis. Ja, aber das heißt, wenn ich hier in Zürich studiere, habe ich hier die Adresse. Ja, natürlich, genau. Und gibt es zusätzliche Angebote in den Bibliotheken? Kann ich mit dem Computer arbeiten zum Beispiel? Ja, also WLAN ist überall gängig. Nein, ja, genau. Dann gibt es auch Führungen, dass man ganz genau weiß, wo man wie arbeiten kann. In allen drei? Nein, Moment, im Literaturarchiv gibt es keine Führung. Das ist so klein, dass es wahrscheinlich auch kein Problem ist. Dann mache ich mir selbst eine Führung. Okay. Und kann man mal einen Kaffee trinken da in den... Ja. Und zwar im Literaturarchiv und in der ZB gibt es eine Cafeteria. Ja. In der Hauptbibliothek der Uni gibt es aber keine. Also aber da gibt es dafür eine Leselounge und die gibt es in den anderen beiden Bibliotheken nicht. Gibt es da Lesungen auch und so? Kann man da... Und Lesungen, Lesungen gibt es in allen dreien. Das ist natürlich dann thematisch schwerpunktabhängig, aber das ist ganz spannend. Sehr gut. Mhm. Wie viele Bücher darf ich denn ausleihen? Am meisten in der Hauptbibliothek und am wenigsten im Literaturarchiv. Okay. Da nämlich nur 3. Und in der ZB sind es 35 und in der Hauptbibliothek sind es 40 Bücher. Und wie lange haben die eigentlich offen? Die Büchereien? Oh, bis 8 Uhr die Hauptbibliothek, bis 19 Uhr die ZB und das Literaturarchiv nur bis 16 Uhr. Und von wann an? Und zwar auch nur von 10 bis 16 Uhr, während die anderen beiden Bibliotheken um 8 schon aufhaben. Naja, da kann ich ja ziemlich lange lesen und studieren. Gut. Ja, okay. Wunderbar, vielen Dank. Ja, gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.
Ende des gesamten Hörverstehens. Situation. Sie hören jetzt eine Radiosendung. Lesen Sie die folgenden Aussagen und kreuzen Sie jeweils die richtige Lösung an. Sie hören den Text zweimal. Abschnitt 1. Sport, Entwicklungen und Trends in Österreich. Zu einem Forschungsprojekt des Sportwissenschaftlichen Instituts der Universität Wien. Eine Sendung von Heidi Dumreicher. Rekorde sind tragende Momente innerhalb unserer Leistungsgesellschaft. Und der Mensch unterwirft sich immer mehr den sportlichen Kriterien, auch wenn es gar nicht um Sport geht. Eine repräsentative Umfrage Sport in Österreich, die im Herbst fertiggestellt wurde, gibt Auskunft darüber, wie Frau und Herr Österreicher zum Sport stehen, insbesondere zum Breitensport. Leiter des Projekts war Ottmar Weiß vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien. Sport ist im Trend, so die zentrale Aussage der Studie. Für die letzten 20 Jahre stellte die Forschergruppe eine permanente Zunahme des Interesses für Sport fest, unabhängig von Geschlecht oder Alter. Sport ist zum sozialen Phänomen geworden und übernimmt Funktionen, die früher von anderen Institutionen wie Familie oder Beruf getragen wurden. Sport erlaubt den Aktiven, soziale Anerkennung auf kurzem Weg zu erreichen. Im Sport geht es um Zentimeter, Gramm, Sekunden. Ich brauche nur höher zu springen, schneller zu laufen. Schon habe ich meine Identität bestätigt. Und das gilt für den großen und kleinen Sport gleichermaßen. Anerkennung ist automatisch mit der Sportausübung mitgesetzt. Sport ist eine äußerst einfache Kommunikation, in der die einzelnen Athleten sich miteinander verständigen können und ihre Identität, ihr Selbstbewusstsein stärken können. Egal ob im großen Sport, im Profisport oder bei den Amateuren, beim kleinen Sport im Verein. Was zählt, ist die Nummer. Die Nummer 1, 3, 10 im Club oder Verein verleiht die passende Identität. Im Alltag, so Weiß, ist Leistung nicht immer klar und eindeutig. Im Sport dagegen ist die körperliche Leistung nachvollziehbar für jeden. Der Beste ist der Beste. Die Siegerin ist die Siegerin. Und das entsprechende Prestige kommt fast automatisch. Abschnitt 2. Entsprechend hochschätzen die Österreicher, insbesondere jene, die in Sportvereinen organisiert sind, den Wettkampf ein. Das Leistungserlebnis ist ihnen wichtig, ebenso die Selbstüberwindung. Der Erfolg um jeden Preis zählt. Bei den Hobbysportlern,
aber natürlich umso mehr bei den Profis. Auf der anderen Seite hat gerade diese soziale Eigenschaft des Sports Nachteile, klarerweise. Man denke an das Ende der Karriere eines Athleten. Er hat nicht mehr diese klaren, deutlichen Zeichen des Sports, die seine Identität ausmachen. Er muss sich neu integrieren, resozialisieren, um die Alltagswelt verstehen zu lernen. ÖSD-Zertifikat B2. Modellsatz. Aufgabe 1. Lesen Sie Aufgabe 1 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.